Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Trading Update Multiplayer mit Kanu. Und unsere Kanus, wir haben bisher nur eins gebaut und haben das mal ein bisschen auf unserem See beim Hafen tatsächlich getestet. Ja, jetzt werden die ersten, ist very hungry, das ist kein gutes Zeichen. Wo ist es? Hier unten. Okay. Da, ja. Aber da, ihr müsstet eigentlich zu essen haben, Leute. Also ihr habt zu essen hier, ne? Da haben wir Gooseberries. Und hier haben wir Raspberries. Und hier haben wir sogar noch, wir haben keine Beetroots mehr. Aber die können wir noch ernten. Beetroots können wir noch ernten. Das können wir noch machen. Select, zack. Tja, die Kokosnüsse, die sind hier noch nicht geerntet. Aber das tun sie jetzt, so wie es ausschaut. Wir schauen mal. Gathering Coconut. Okay, ja. So, und ihr? Was macht ihr hier? Oh. Habe ich hier die Beetroots auch geerntet. Da habe ich wohl ein bisschen zu weit gefasst, ehrlich gesagt. Das muss jetzt nicht sein, dass ihr hier die Beetroots holt. Wichtiger ist mir das Fleisch, ja, das wird schon abtransportiert. Okay, super. Gut, dann haben wir hier noch die... Da haben wir schon auf... Oh, da kommt Marmor drunter. Okay, interessant. Interessant. Genau, also hier können wir nochmal abgraben. Das können wir alles abgraben hier. Da müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier die Erde möglichst weggraben. Um dann tatsächlich auf... Und da müssen wir schauen... Da kommt ja Stein drunter vor, denke ich. Oh, another tribe. Wo ist das? Das ist oben. Ja, das ist oben. Wo ist das? Wo bist du? Ah, hier. Schwupp. Und wir priorisieren dich. Wir haben jetzt natürlich die Handelsbeziehungen zu unseren Nachbarn sträflich vernachlässigt hier. Das müssen wir mal irgendwann nochmal checken, wie wir mit denen wieder besser ins Geschäft kommen. So, jetzt schauen wir mal, haben wir ein Virusproblem? Sie war alleine und kein Virusproblem. Okay. Aber wir haben ja eh schon ein Virusproblem. Also insofern, was soll der Geiz? Okay, ihr lernt das hier alle. Das ist ja interessant. Das dauert dann noch länger. Also diesmal habe ich es wieder total verpennt mit der Virusmedizin. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt 3 Verletzungen, 8 Verbrennungen und wir haben hier eine Verbrennung, aber keine Virus. Das ist natürlich nicht gut. Aber im Moment leider nicht zu ändern. Okay, also da müssen wir durch. Wir checken mal, ob hier... Ja, wir können Pine Branches können wir ernten. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir wollen. Ich hätte ganz gerne noch ein, zwei... Pine Cones. So. Und das bringt mich jetzt auf den Trichter, hier mal zu schauen. Und hier ist unser Ding zu Ende. Wir müssen dringend hier Brot backen. Und ich würde sagen, wir ernten bei der Gelegenheit auch nochmal die Beetroots. Okay.
Damit hier keiner hungern muss. Fleisch haben wir eh nicht mehr. Has caught a virus. Okay, also sie stecken sich immer noch welche an. Also die Infektion ist noch nicht durch. Da werden wir wahrscheinlich sogar nochmal nachfassen müssen mit der Produktion von Medizin. Da müssen wir schauen. Okay. Da müssen wir schauen. Aber unser Wald steht wieder. Ist wieder angepflanzt. Wächst. Kann wieder wachsen. Das ist super. Das ist wirklich super. Und wir gehen da mal rein und sagen, okay, hier haben wir wirklich jede Menge. Okay. So, dann schauen wir noch ganz kurz da unten, ob unser Kanal am Wachsen ist. Das ist die nächste Sache. Das hier läuft schon ganz okay. Ja, da hat jemand Clay. Ja, die holt hier Ton raus. Die holt hier Ton raus. Das ist okay. Das haben wir jetzt hier freigeschaufelt. Hier müssen wir dann tatsächlich. Mit der Pickaxe ran. Okay, hier ist eh noch markiert. Hier markieren wir noch mal nach, dass das noch abgetragen wird hier. Ja, also der Kanal ist schon ein Projekt, das nicht ohne ist. das, ja. Kann man schon sagen. Das ist wieder so ein Megaprojekt, in Anführungszeichen, für prähistorische Zeit. Also so einen Kanal anzulegen, ja, ist schon nicht ohne. Ist nicht ohne. Wir machen da mal gleich weiter. Es ist Vormittag. Könnte also gut sein, dass da heute noch was geht. Dass die hier noch ein bisschen weiter arbeiten einfach. So, hier müssen wir dann mit der Pickaxe ran. Das müssen wir jetzt alles Stein, Rock. Da haben wir hier Pickaxe Heads schon vorbereitet. Irgendwo müssten die sein. Ja, hier. 16. Das heißt, wir brauchen hier aber 6 Flachsschnüre. Und die müssen wir uns tatsächlich, und ich würde mal versuchen, die tatsächlich nochmal mit dem Kanu. Wo haben wir denn unser Kanu? Hier. Hier ist unser Kanu, da sitzt jemand drinnen, okay. Dann sagen wir einfach Send Items und naja, bringen wir die doch gleich hier hin, wo sie gebraucht werden, würde ich sagen. Nämlich hier. Bring sie hier hin. Jetzt ist die Frage. Fühlt sich da jemand zuständig? Ja, fühlt sich. Und geht aber wieder über Land. Tja. Obwohl es über Wasser deutlich, deutlich schneller wäre. Also das, ja, das ist nur ein bisschen. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich würde da der Route im Wasser, der schnelleren Route, dem Vorzug geben, und wahrscheinlich müssen wir, ich muss das Kanu wirklich zu Wasser lassen, das habe ich wieder übersehen. Ja, jetzt steigt sie ein, jetzt hat sie herausgefunden, dass die Route schneller ist. Okay, irgendwie, man sieht, wie schnell die ist, ne? Zack. Okay. So, jetzt hier ausladen.
So, und jetzt können wir sagen, wir löschen natürlich, das löschen wir. Und jetzt sagen wir Accept, damit hier nichts passiert, Flux Twine. Und wir sagen Receive. Also erstmal schiebe ich das Ding hier ins Wasser. Und dann sage ich Receive Items. Wenn da jemand sich berufen fühlt, das Ding da zu bewegen, könntest du das vielleicht schnell machen? Da müssen wir nicht so lange warten. Jo. Okay, und jetzt Receive Item. Gut, dann sitzt er sogar schon drinnen, ne? Da sitzt er drinnen. Und jetzt sage ich, ich möchte gerne hier diese Flux Twines. Und jetzt ist die Frage, was macht er? Rudert er oder? Ja, er rudert, weil er schon im Wasser ist. Also wir müssen die ins Wasser setzen. Und wie schnell der ist. Oh, wow, ja. Und ich hoffe, er bleibt jetzt auch im Wasser. Jetzt ist das Kanu stecken geblieben. Das ist ein Anzeigefehler, ein kleiner, den er da noch hat. Der zieht das Kanu erst hinterher. Er ist schneller als das Kanu. Ja, aber das, so stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. Das ist super. So, jetzt ist er hier. Und jetzt zieht er das Kanu raus. Okay, ja, das passt. So, jetzt lädt er die Flux Twines da ein. Okay, wie viel haben denn da Platz? Da müssen wir mal schauen. 128, ja, das ist ein bisschen zu viel, denke ich. Da können wir jetzt auch stoppen. 34, zack, wir stoppen mal schnell. So, jetzt ist es gestoppt. So, und jetzt machen wir dieselbe Übung wieder. Jetzt ziehen wir das Ding ins Wasser. Jetzt sagen wir hier, bring es mir mal ins Wasser, bitte. Und dann fahren wir von dort aus, wenn es im Wasser ist, fahren wir los. Jetzt ist nur die Frage, wer fährt uns? Haben wir da irgendjemand? Freiwillige vor? Im Moment fühlt sich da noch niemand berufen. Doch, da ist schon jemand. Okay, du. Alles klar. So, und dann können wir nämlich sagen... Und jetzt sagen wir hier Send Items und bring's uns bitte hier hin. Zack. Und jetzt sollte sie rudern. Und das tut sie auch. Ja, also das ist der Trick. Wir müssen das Boot erst ins Wasser schieben. Tun wir das nicht, dann rechnet er dann sagt er, das ist ein Schlitten und rechnet sozusagen die Route über Land aus. Dann berechnet er die Route über Land. Wenn wir das Ding aber ins Wasser schieben, dann ist er im Wasser und dann sagt er, okay, ich mache über Wasser. Und dann bleibt er auch im Wasser. Das ist ein gutes, es ist vielleicht ein bisschen umständlich, in Anführungszeichen. So, jetzt müssen wir hier schauen, wir brauchen Pickaxe, Stone Pickaxe, hier, zack. Die können wir jetzt bauen und wir wollten 20 bauen, glaube ich, 20, wir schauen mal. Craft 20. Und das kannst du jetzt hier auch, weil du hast alles, was du brauchst. Du hast die Pickaxes, du hast Äste, genau, und du hast Flux Twine. Also das ist der Trick. Man muss das Kanu erstmal ins Wasser schieben und von dort weg kann man dann sagen, fahr es irgendwo hin. Und das ist auch der Trick, den wir hier dann anwenden müssen im Kanal. Also ich denke, wenn der Kanal ist, breit genug ist, und das wird er sein, gehe ich mal davon aus, dann, wir haben noch ein ganzes Stück, also wir haben noch nicht die Hälfte, denke ich. Wir haben vielleicht, wenn es hochkommt, ein Viertel. eher ein Fünftel, wenn überhaupt. Also da haben wir noch ein bisschen Strecke vor uns. Aber ist ja okay, das schaffen wir schon. Es wird dann hier ein bisschen die Herausforderung, dass wir unsere Sapiens nicht mehr jeden Tag, jeden Abend dann zurückschicken können, was jetzt noch geht, weil der Weg nicht so weit ist. Aber irgendwann, wenn wir so ein ganzes Stück weiter sind, dann müssen wir hier eine kleine Unterkunft bauen.
Und das müssen wir rechtzeitig vorher machen. Und da müssen wir auch. Und ich würde aber schauen, dass der Kanal dann schon funktioniert, weil dann könnten wir diese kleine Zwischenstation mit Nahrung und mit Werkzeug und mit dem ganzen anderen Quatsch versorgen über Kanu. Über Kanus. Das macht Sinn. Also, ich denke, es passt langsam. Also, es funktioniert tatsächlich so, wie ich mir das halbwegs vorgestellt habe. Nicht ganz genau, aber es ist Ding und es ist vor allem schnell. Schnell, 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 schnell. Deutlich schneller als jetzt über die Straße. Das kommt dazu. Und warum werden hier keine Bretter mehr geschnitten? Haben wir das abgeschaltet? Mach hier mal nochmal bitte kontinuierlich Split Logs. Weil wir brauchen ja noch ein bisschen, wir brauchen ja noch ein bisschen Bretter. Ja, und da oben ist immer noch, im oberen Teil ist immer noch Virus zugange. Ne? Das ist tatsächlich ein bisschen blöd. So, dann können wir aber hier jetzt das erste Haus bauen. Ich glaube, da können wir schon mal anfangen, wenigstens zu planen, dass wir hier die erste Unterkunft bauen. Und ich denke, wir bauen das so oder so. So, wir bauen es so. So. Genau. Ja. Jetzt müssen wir schauen. Ist noch lange sick. Müssen schauen, ob wir hier jetzt immer noch genügend Virusmedizin haben oder ob die schon aufgebraucht ist. Die ist schon aufgebraucht hier, ne? Also wir müssen jetzt kräftig nachproduzieren und ich würde sagen, wir machen da gleich nochmal 30 oder so. Weil wir haben schon ziemlichen Bedarf. 29, zack, und 1 dazu. 30. Und wir brauchen 30 Echinacea.31, so. Und Elderberries haben wir noch, hoffentlich. Und ich habe die immerhin losgeschickt. 43 Elderberries, ja, das passt. Wie lange halten die sich denn noch? Ja, die halten sich noch eine ganze Zeit. Okay. Ah ja, jetzt müssen wir gleich hier nachdüngen. Gleich düngen. Ja, ihr hustet alle, ich höre schon. Ich höre schon. So, hier düngen wir gleich mal wieder global. Schwupp. Ja, also unser Dünger wird nicht weniger hier. Der wird eher mehr. Der wird eher mehr. Also, ja. Und den Schlitten, den können wir auch parken. Dass der nicht hier drin rumsteht. So, wir schauen mal kurz, wo unsere Bevölkerungszahl ist. 210. Ja, also wir waren schon mal ein bisschen mehr, aber jetzt 210. Also es geht immer noch bergauf und jetzt ist die Frage, wir haben langsam wieder Brotvorrat. Das ist auch gut. Aber wir machen mittlerweile hier an etlichen Stellen Dreschen und Teig und Brot backen. Das ist schon eine gewaltige Produktion, die jetzt da im Moment durchläuft. Und wir sehen, da ist kein Teig und kein Mehl. Also das geht so schnell weg, wie es produziert wird. Und bei der Gelegenheit fällt mir ein, wir sollten das hier wieder einschalten, damit die Leute wieder automatisch angeheuert werden.
Ja. Ja, Amen. So, der steht hier mitten im Weg. Das ist ein bisschen seltsam. Okay, fahren wir erstmal ein Stückchen weg. So, und hier wird Medizin produziert, aber alle lernen sie. Was jetzt auch nicht schlecht ist, weil dann haben wir Mediziner, ne? Das ist okay. Aber es braucht ein bisschen Zeit. So, immer noch keine Früchte, okay. Und hier kein Mammut, kein Alpaka. Doch, da höre ich was. Oder habe ich mich getäuscht? Man hört die eher, als man sie sieht. Die Alpaka und die Mammuts, finde ich. Das ist gar nicht schlecht mit dem, dass das hier vertont ist, in Anführungszeichen. Ja. So, warum bist du rot? Du trauerst. Okay, das können wir jetzt leider nicht verhindern oder ändern. Der Wald ist wieder nachgewachsen, sehr gut. Und unsere Kokosnüsse sind gewachsen oder gesetzt. Das ist ja super. So, und wir müssen jetzt hier auch mal unsere Brotproduktion anwerfen. Das heißt, wir müssen, ja, wir bauen jetzt erstmal die Unterkunft hier fertig. Und wenn wir die haben, dann bauen wir uns hier eine Bäckerei. Und da bauen wir dann tatsächlich die Brotproduktion auf. Oder hier. Dann haben wir nicht so weit zum Feld. Okay. So, jetzt müssten wir wieder Beetroots ohne Ende haben. 186 Beetroots, 46 Gooseberries. Die sind schon wieder weg, oder wie? Ja, die Gooseberries, die mögen sie gern. Und ich bin wirklich, ich denke, wir sollten da noch mal welche anpflanzen. Hier sollten wir auch düngen. Und die Bananen auch. Die Bananen mögen sie auch gern. Ich ernte jetzt einfach mal komplett ab. Die Bananen. So. Gut, wir haben noch Bretter, da haben wir noch genügend. Und wir haben hier scheinbar nur eine oder zwei, der lernt. Du trauerst, oder? Ja, du trauerst und du bist nass, deswegen bist du ein bisschen angepisst. Das ist verständlich. Ja, und sie baut hier, okay. Okay, dann können wir hier tatsächlich, wie machen wir das jetzt hier mit dem Eingang? Machen wir hier einen Eingang. Oder zwei. Einen. Wir machen einen. Spart Platz. Dieser. Und wir wollen nur Pine Logs. Genau. Und wir wollen das. Den Eingang wollen wir hier haben. Okay. So. Und dann wollen wir Fenster rundherum haben. Und da haben wir auch nur Pine Logs. Richtig? Ja. Okay, so, soweit, so gut. Und jetzt ist die Frage mit dem Dach. Was machen wir für ein Dach drauf? Und ich bin ja bei, wenn ich bei anderen Spielern so schaue, parallel gibt es ja diese Serie mit Shroomland auf dem Multiplayer-Server. Und da habe ich mir mal ein bisschen umgeschaut, wie andere so bauen. Und das ist ja schon, da bin ich ziemlich einfallslos, muss ich feststellen. Sehr, sehr einfallslos mit dem Bauen.
wenn ich das so sehe, was andere so machen, ne? Also das ist Wahnsinn, was hier so gebaut wird. Welche Dachformen und Hauskonstruktionen. Wirklich super toll. Sieht einfach gut aus und hat so ein gewisses Flair auch und so weiter. Ja, also da muss ich echt nur, da muss ich nur ein bisschen aufholen, habe ich so das Gefühl. Also mir fällt jetzt hier gar nichts ein, was ich da an Dächern draufpacken könnte. Und ich habe ja immer relativ einfache Baukörper, ne? Also so quadratisch, rechteckig, irgendwie so. Und ja, ich würde jetzt auch sagen, ich pack jetzt da einfach ein Doppelgiebel drauf. Fertig. Zack. Ihr könnt mir ja gerne mal einen Kommentar schreiben, wie ihr sowas entwickelt, dass ihr, ob ihr das irgendwie skizziert, macht ihr da eine Skizze vorher, dass ihr sagt, okay, wie soll das ausschauen? Oder habt ihr das schon ein paar Mal gebaut und es geht euch eh so locker von der Hand irgendwie, ne? Keine Ahnung. So, also der Boden ist praktisch fertig. Dann haben wir hier, denke ich, irgendwann das Dach drauf. Und dann, ich meine, da schmilzt jetzt unser Brettervorrat ein bisschen dahin, aber das wird schon noch reichen, denke ich. Ja, das denke ich, wird schon noch reichen. Und jetzt schauen wir hier mal beim Fleisch. Das ist fast gebraten. Okay. Also Essen sollte jetzt wieder okay sein. Und ja, und die Bäckerei, das Problem ist nur, wir haben hier keine Steine. Das heißt, wir müssen die Bäckerei auch irgendwie aus Holz bauen. Das hilft jetzt nichts. Also wir können. Können wir von den Kollegen hier Mudbricks fertig kaufen? Ja. Ah, ja, aber nicht gebrannt. Trade Resources, das wollen sie. Und Trade Offers. Ich kann nur die, aber die müssten wir dann selber brennen. Wir könnten Fired Boats kaufen. Und Quest, was wollen die denn? Vor 10 Clay, okay. Ton haben wir, glaube ich, jede Menge, oder? Also was heißt jede Menge, aber hier haben wir sogar 12. Das heißt, wir könnten das einfach mal machen. Wir könnten sagen, okay, akzeptieren wir. Dann sind wir wieder bei 100. Vielleicht geben sie uns dann hier mal gebrannte Ziegel, das wär's. Und hätten wir auch Fliesen. Fliesen. Ja, gebrannte Fliesen hätten wir auch. Thais. Die könnten wir auch von denen kriegen. Jo. Naja, okay. So. Ja, okay. So, es wird Zeit, die Leute wieder zurückzuholen hier. Irgendwie gehen die nie alleine heim. Ich verstehe es nicht. Wenn die weiter weg sind, dann gehen die nimmer alleine heim. Also da muss man die immer holen. Sonst kommen sie über weite Strecken und nehmen irgendwelche Arbeitsaufträge vor. Aber hier muss man sie wirklich holen. Da muss man sie wirklich holen. So ein bisschen wie die Schäfchen einsammeln am Abend. So, da schläft schon jemand. Du sollst hier nicht schlafen, sondern du sollst hier schlafen. So, die anderen sind auch schon im Bett. Okay, der ruht sich hier auch aus. Oder sie, ne, er. Hol mal dich mal hier hin. So, die kommen jetzt alle zurück. Da habe ich keinen vergessen. Ja, die kommen alle zurück. Passt.
Ja, also unser Projekt hier nimmt schon Gestalt an. Jetzt ist die Frage, wie schaut es mit unseren Pickaxes aus hier? Haben wir schon Pickaxes? Noch nicht. Was brauchst du denn hier? Also eine Pickaxe hat er schon gebaut. Und wo ist die? Möglicherweise habe ich das, hat er hier nichts mehr gefunden. Pickaxes. Dann muss man das hier einlagern, damit er das nicht wegträgt. Irgendwo hin. Sonst hat er das ins Lager getragen. Ein anderes Lager. Wir schauen mal kurz, hat er das irgendwo hingetragen? Hier hin. Das sind Knochen. Äste? Nee, keine Pickaxes. Ich weiß nicht, wo er das hingetragen hat. Hier sind die Axe-Heads. Vielleicht hier? Nee, ich weiß es nicht. Was ist hier? Pine Log. Was? Pine Log? Ein Pine Log, ja. Okay, hier liegt wieder Alpaka. Die verenden hier so. Mir nix, dir nix. Und lassen dann ihre Überreste bleiben dann liegen. Aber okay. Ist ja gut. Das können wir brauchen, können wir einsammeln. Den Schlitten fahren wir noch am besten in die Garage. So. Also gut, ich weiß nicht, wo die Pickaxe hingekommen ist, aber da wird irgendwo eine sein. Wenn er eine gefertigt hat, wird die irgendwo sein. Das heißt, wir können hier jetzt mal beginnen, zu den Stein abzuarbeiten. Wir sollten das natürlich noch wegräumen, dass wir hier die Fahrtrinne komplett erweitern. Und hier und hier und dann hier. Und dann glaube ich, sind wir schon ziemlich weit. Da müssen wir noch abgraben. Hier müssen wir auch noch abgraben. Und hier noch und hier noch und hier. Und das ist Marmor. Wow. Also, puh. So, und dann können wir hier, haben wir drei, sind wir eh schon drei breit. Das heißt, die dritte Spur brauchen wir jetzt gar nicht mehr frei machen hier. Das ist schon Wasser, ne? Minus 1 Meter, ja. Sondern nur noch hier. Und damit ist der Kanal bis hier hinten klar. Jetzt gehen wir mal auf Pause. Wir schauen gleich nochmal, ob oben alles in Ordnung ist. Und dann müssen wir hier nochmal. Ne, müssen wir gar nicht. Die Spur wechseln müssen wir gar nicht. Da müssen wir nur noch abgraben hier. Und wir müssen aber hier nochmal ein paar. Ja, das verrottet relativ schnell. Da müssen wir noch ein paar Speicher bauen. Weil wenn er ja jetzt der Clay und so weiter. Dann brauchen wir hier noch mehr Speicher. Das kann man noch mal sammeln und das kann man noch mal sammeln. Und das da sammeln wir natürlich auch. Und das da auch. Haben wir das nochmal abgegraben? Wieso haben wir das hier nochmal abgegraben? Oder waren das die Dorfbewohner? Wir können es hier nochmal abgraben. Das wird noch funktionieren, dann wird es hier ein bisschen breiter. Tja, okay, machen wir das doch. Passt. Hier haben wir Erde und hier haben wir nochmal Exits. Okay. Gut, ne, da sind wir gut dabei. Hier schlafen alle.
Das passt. Die sind alle. Da, unser Wohnhaus nimmt Gestalt an. Das passt auch. Und hier hat jemand. Hier schläft jemand auf freien Feld. Das ist nicht gut. Du solltest hier irgendwo dir einen Platz suchen. Wo können wir dich denn unterbringen? Hier. Geh doch mal hier rein. Und hier können wir nochmal düngen. So, ansonsten sieht es hier auch gut aus. Ist now an Elder. Pucke ist pregnant. Okay. Das passt. Und hier wächst schon der Wald wieder auf, ne? Aber das, jetzt braucht man kein Holz mehr. Also ich denke, Holz haben wir jetzt vorläufig erstmal genug. So, wir warten noch, bis du da reingelaufen bist. Okay. Ja, wir müssen wirklich schauen. Wir müssen wirklich schauen, wie schaut es hier mit Virusmedizin aus. Ob wir da jetzt langsam wieder Überschuss kriegen. Und wir haben noch keinen Überschuss an Virusmedizin. Das ist unglaublich. Wie viel haben wir denn hier noch? 7. Und hier haben wir noch 8. Ja, wir produzieren noch mal nach. Wir produzieren noch mal 20 nach. Wie? Machen wir 22. 22 und 22 Echinacea. Wir kommen da tatsächlich jetzt. Wir müssen die Blumen noch ein bisschen vermehren. Weil wir haben jetzt natürlich wachsende Population und 22 Elderberries. Sind hier schon welche nachgewachsen? Noch nicht. Das heißt, wir brauchen hier drüben. Müssen wir hier noch welche ernten? So, also wir brauchen da auch mehr Medizin. Je größer unsere Bevölkerung wird und unsere zwei Tall Pine Trees bleiben tatsächlich alleine. Die können wir nicht vermehren, egal wie und was. Das ist uns nicht vergönnt. Aber okay, passt. So, haben wir hier eigentlich noch einen Brennofen laufen? Ja, wir haben einen Brennofen laufen, der eigentlich nichts mehr tut. Ja, den können wir abschalten. Den können wir auch abschalten, denke ich. Ja, und wir brauchen, wenn dann, Kupfer. Wie schaut es mit Crucibles aus? Da haben wir noch jede Menge zur Produktion. Ja, da haben wir noch jede Menge, 185. Also wir bräuchten noch ein bisschen Kupfer. Das haben wir hier. Dann könnten wir noch ein bisschen Ding, weil wir brauchen jetzt Meißel. Wie viel Meißel haben wir denn? Ich check mal kurz. Wo haben wir die Meißel? Oh, Chisels. 7 Stück haben wir dann nur noch. Ja. Das heißt, wir müssen die nachproduzieren. Und wir haben hier. Ah, oh, hier haben wir noch. Hier haben wir noch, aber 66. Das ist aber auch nicht mehr die Welt. Wir haben 30 Bronze-Ingots. Dann machen wir hier lieber Meißel. Bronze-Meißel. Ein Bronze-Ingot. Und einen Hammer. Na gut, machen wir einfach kontinuierlich Meißel. Und wir schauen mal, haben wir hier noch. Ah ja, Hämmer haben wir noch genügend. Also ich denke, das sollte passen. So. Haben wir hier irgendwelche größeren Aufträge noch laufen? Außer der Medizinproduktion? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir können hier jetzt auch langsam. Wir machen natürlich Musik. Und wir haben hier unser Brot, nimmt stetig wieder zu. Ja, passt auch. Die Brotproduktion nimmt Fahrt auf hier, das passt. Das heißt, wir können hier jetzt mal selektieren.
Wir machen das mal so. Und wir sagen, meißel das mal. Und dasselbe machen wir hier vorne. Da sagen wir auch, meißel das mal. Das ist jetzt natürlich ein Riesenauftrag, den wir da lostreten. Das war jetzt ein bisschen zu viel hier. Am Rand will ich gar nicht meißeln. Ja, hier vielleicht schon. Okay. Aber dann kriegen wir hier nochmal jede Menge Stein. Und hier können wir nochmal Kupfer rausholen. Und ich schaue gleich nochmal, vielleicht liegt da auch noch Kupfer rum, das wir noch nicht reingefahren haben ins Lager. Vielleicht haben wir hier auch noch irgendwo Kupfer liegen. Ja, da liegt doch Kupfer. Das heißt, wir können auch sagen, ich habe keinen Schlitten mehr. Wir nehmen den da und sagen, vergiss es mit den Steinen, receive items und bring bitte das Kupfer in die Werkstatt. Bring das bitte hier rein. Genau. So, und dann können wir einen zweiten anzünden. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, weil... Ach, der brennt eh. Der brennt eh. Ja, dann sollten wir hier... Ach, der produziert eh schon Meißel. Okay. Na, dann mach du hier Bronze-Ingots. Dann mach du hier... Continuously. Jetzt haben wir hier die Meißel. Ja. Und da die Dinge. Okay, passt. Das ist ein bisschen schief hier. Ja, da fehlt er durch den Boden. Das ist das Problem irgendwie. Das ist noch ein bisschen ein kleiner Glitch, der da stattfindet. Okay, so, aber dann haben wir jetzt hier alles soweit am Laufen. Da ist immer noch nichts. Ja, unsere großen Projekte. Das nächste Großprojekt ist dann eben die Steine. Die Steine kriegen für unsere Stadtmauer. Und dann würde ich sagen, wenn wir da mal genügend haben, dann bauen wir jetzt das da fertig und liefern das Holz von hier darüber, damit wir ein Holzlager haben. Bauen noch mal ein zweites Steinlager daneben, damit wir ein Steinlager auch haben. Das füllen wir jetzt gerade hier auf mit dem da. Da kriegen wir sowohl Limestone als auch die dunklen. Das ist okay. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier mal den ersten Prototypen an Stadttor. Irgendwo hier. Hier. Da haben wir eh ein bisschen Platz. Und da bauen wir ein schönes Stadttor. Mit Turm. Und da schauen wir mal, was wir so entwickeln können. Wie das vom Design her am besten aussieht. Ja, gut. Also, ich glaube, unser Städtchen ist ganz gut geworden mittlerweile. Unser Hafen da unten prosperiert auch. Da haben wir jetzt auch 40, 50 Sapiens da unten. Unser Kanal ist am Bauen. Also, wir haben einiges hier in der Queue. Wir schauen mal, es bleibt spannend. Gut, da würde ich sagen, wie immer, have fun und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.